Wir bitten dich, segne diesen Grundstein unseres neuen Fischereimuseums. Heute muss ich sagen, bin ich mit dem zufrieden, was da entsteht. Wenn man sieht, es ist gut durchdacht. Früher ist Bergheim wirklich ein Dorf gewesen, was auch ein bisschen abseits von den anderen Dörfern lag und vor allen Dingen auch abseits von der Großstadt Bonn. Das war eine geschlossene Gesellschaft. Das ging da nicht immer besonders friedlich dann los. Die haben sich auch schon mal gekloppt, um an bestimmte Fischer- oder Verpachtungsrechte zu kommen. Bist du bereit zu geloben nach deutscher Art und Handschlag auf Mannes Ehre? Ja, das ist asymmetrisch. Da musste es für bestimmte Fische da. Und man muss ein bisschen Tradition halten, ne? Für die Nachwelt.